Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem letzten Paket von meiner Seite aus. Und zwar heute der 22.12. Das 22. Türchen bzw. das letzte Paket meiner Seite aus für den Pyro Adventskalender 2015. Das letzte große Paket, auch wieder ziemlich groß, ziemlich flach. Einige könnten auch hier wieder eventuell schon die ersten Anzeichen haben, die erste Ahnung haben, was da drin sein könnte. Ich würde sagen, labern wir einfach mal nicht groß rum. Machen wir den Spaß auf. Und raus mit dem Spaß. Das Freestyle Kategorie 1 Sortiment von Weco. Etwas älter hier noch, wie man sieht, so teilweise der Inhalt, Flitze, Feuerstein, Sterntaler und so weiter. Also jedenfalls vom Design her noch ein Stück weit älter. Ein großes Kategorie 1 Sortiment und mit dazu noch ein paar Pyro-Quecker. Ich sehe da schon zweimal Keller alt, einmal Keller neu und das dürfte Leslie sein da noch. Ja. Wie gesagt, ein schön großes Kategorie 1 Sortiment. Gucken, wie viele Teile sind da drin. 140 Teile. Gut, zweimal Knallerbsen haben wir drin. Ein paar Mal Wunderkerzen, aber ansonsten sieht es doch ganz interessant aus. Würde ich sagen, das letzte Video, gehen wir den Spaß zünden. So, jetzt hier das Freestyle von Weco, Jugendfeuerwerksortiment. Und vier Pyroquecker. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Inhalt hier und dann zum Schluss die Pyro-Cracker. Gut, kannst du mal Rückseite zeigen? Ja, hier steht, na hier Bruttogewicht, aber gut, interessiert uns jetzt auch nicht so. Dann machen wir mal auf. Muss nicht alle draus nehmen. Ups, legen wir auf den Boden. So, Knallerbsen lassen wir mal weg. Die kannst du gleich zur Seite packen. Flitze Feuerstein haben wir. Irrlichter. Silberwirbel. Feuerwirbel. Sterntaler. Solche Knatterstäbe. Wunderkerzen, so Karat-Wunderkerzen, die Pyroquecker und drei Brummkreise. Fangen wir an mit den Flitze-Feuerstein. So, jetzt mal die drei auf einmal hier. Ja, die sind echt noch ziemlich gut. So, als nächstes machen wir mal die Irrlichter von Weco, vier Stück. Gut, fangen wir an, zweimal rot und dann zweimal grün. Ja, also die sind noch ganz okay, muss ich sagen. Sind auf jeden Fall ziemlich hell. Jetzt zweimal grün. Einmal grün.
So, als nächstes nehmen wir mal die Sterntaler. 6 Stück, Vico. Gut. Feuer frei. Premium. Die Dinger glühen halt noch vor sich hin. Ich glaube, das ist die Lunte. Kannst du nochmal anzünden? Das ist die Lunte, die da ausgegangen ist, oder? Halt einfach ran nochmal. Ja gut, die Teile sind wohl bestimmt schon mal nass geworden. So, wir versuchen jetzt nochmal 4 Stück auf einmal. Ja, also irgendwie sind die Dinger wohl schon mal nass geworden oder so, keine Ahnung, irgendwie 2 Stück zum Beispiel hier sind wohl gar nicht angegangen, so wie es aussieht. Da. Naja, gut, egal, sind wohl schon mal irgendwie nass geworden. So, es wird langsam weniger. Als nächstes Feuerwirbel. Schon ein Stück weit älter, 10 Stück. Jo. Der fährt ein bisschen weiter rüber, die drehen sich gar nicht so gut. Die drehen sich glaube ich allgemein nicht. Ja, also die sind nicht gut. Kein einziger dreht sich hier. Holzuntergrund. Oder der so. Der geht sogar aus. Das ist schon der zweite. Okay. Nee, also die waren jetzt nicht so gut. So, schauen wir mal, ob die Silberwirbel von Weco 6 Stück besser sind. Jo, machen wir gleich alle hintereinander weg.
Nee, also, weiß nicht. Die waren auch nicht ganz so gut. So, würde ich sagen, noch nie gesehen. Tolle Bienen in der Firma Schachtel als Stangenversion. Also alle wie in so einer Stange angeordnet. Würde ich sagen, machen wir mal die. Naja, ganz okay. So, und zum Schluss. Was heißt zum Schluss? Hier, die werden wir mal auch noch testen. Aber jetzt noch von den interessanten Artikeln. 3 Stück dicke Brummer, Vico. Also man muss sagen, es ist nicht der beste Untergrund, definitiv nicht, aber ich finde, dicke Brummer selbst sollten auch wirklich schon so viel Power haben, dass sie sich hier noch drehen, also auch nicht das Wahre. So, als nächstes machen wir dann hier die Wunderkerzen, Knatterstäbe und Karat-Wunderkerzen, zünden wir jeweils 1-2 Stück. Fangen wir mal an mit den Knatterstäben. Ja, ganz nett. Auf jeden Fall ein richtig schön leckerer Geruch. Ja, und das gleiche jetzt nochmal mit den Wunderkerzen Karat Vico. Ja, nichts Besonderes. Und jetzt zum Schluss, wie wir hier noch sehen können, die 4 Pyro-Cracker. Gut, als erstes der neuere von Keller. Ja, ganz nett. Leslie. Gut, war ein Fail. Und jetzt noch 2x Keller älter. Gut. Hat den ersten paar Zündschwierigkeiten gehabt, aber war doch ganz nett.